Maschinenkeller. Nein, ich will doch jetzt hier keinen Maschinenkeller bauen. Vor allem wo? Hier ist doch kein Platz mehr. Zumindest nicht in absehbarer Zeit. Vor allem, weil das so. Vor allem, weil das halt echt so ins Feed ist, ne? Scheiße. Haben wir auch Carbonplatten dafür? Ja klar, ein bisschen Kohle braucht man auch. Dann brauchen wir noch hierfür dann noch den LV-Transformer. Zack, 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 zack. Nee, warte. What? So. Damals. Muss er ja schon viel schneller generieren. Ja, da haben wir ihn. Jetzt kommt der Sturm vom Panel an. Okay. Was für Handschuhe? Ja. Auf jeden Fall ist das Ganze schon zumindest ein bisschen wärmer warm gelaufen als vorhin. Oh, warte mal. Da kommt auch vereinzelt Eichenholz raus. Lol. Was war denn mit dem Eichenholz? Ich glaube, das Eichenholz. Das filtern wir dann hier hinten so raus. Ne, wirklich, das machen wir. Das Eichenholz, das kommt dann als Holz ins ME-System rein. Machen wir. Ja, ganz ehrlich. Das Fichtenholz wird verbrannt und das Eichenholz. Oh, hoffentlich ist genug Platz im Ofen jetzt. Ja gut, schaut zum Glück fast so aus. Okay, hier ist jetzt Eichenholz. Gut, Eichenholz. Packen wir dem nochmal nach Gelb. Dem nach
Hier. Nee, hier passt's eh. Wir sollen hier was machen. Das heißt, das machen wir dann hier. Ach so, jetzt hat das Ladespann natürlich auch etwas zu wenig Strom immer mal wieder. Wollen wir denn einen Item Tesseract? Die gucken noch hier irgendwo rum. Genau, hier ist. Ah ne, wir haben noch einen Item Tesseract eh zu viel gemacht. Das sind die von Aquari. Hier unten ist auch irgendwo noch ein einzelner Item Tesseract. Noch das letzte Mal irgendwann eine Item Tesseract gebaut aus Versehen. Wo sind die jetzt? Ah. Muss ich das jetzt wirklich suchen? Ohne Witz jetzt. Warum? Warum muss ich jetzt diesen blöden Item Tesseract auch mal wieder suchen? Das nur, dass ich ihn aus Versehen irgendwo hingesteckt habe, weil ich ihn aus Versehen zu viel gebaut habe. Mehr weiß ich darüber nicht mehr. Ich weiß nicht mal mehr, warum ich ihn damals. Ja, ich weiß schon, warum ich ihn gecraftet habe, weil ich dumm war, aber. Warte, nee. Steckt hier nicht noch irgendwo. Klar, hier ist ja noch der einmal diese Tesseract. Dann können wir jetzt auch eigentlich auch mal abbauen, fast. So. Aber doch, warte mal, den brauchen wir ja noch. Wie mache ich das jetzt hier am blödesten? Hier muss es eine Iron Pipe rein. Hier fahren wir jetzt diese Stockpipe gelandet ist. Wrench. So, Item Tesseract. Zwölf. Frequency Release. Dann haben wir hier mal. Die Frequenz, was läuft nie auf? Die läuft auf 11. Dann machen wir dann die Holz. Ah, ne. Quarry ist auf 11. Dann machen wir mal auf 12 Holz plus. Dann sendet er jetzt auf 12. Okay. Der empfängt jetzt quasi auf 12. Und das ist so der nächste Item Tesseract. Wo habe ich die jetzt gelagert? Tesseract. Hier ist er. Ich habe die Pipe gefunden. Muss sie noch aufsammeln. Wow. What? Wie haben wir das jetzt hingekriegt? Wie, der baut jetzt auf einmal mal ab. So, Holz, Send Only, Check.
kommen jetzt auf Rot-Eichenholz. Okay, und für den Fall der Fälle auch mal Apple. Eichenholz und Apple. So, damit geht das Ganze, was jetzt eigentlich dann Strom produzieren soll. Das heißt, das ist die Kohle, die geht da rein. Das heißt, das nächste, was wir machen, ist dann schon das Kraftwerk. Nee, ist nicht, weil dafür erstmal die ganze Maschinenkette da oben brauchen. Ja. Maschinenkeller. Fuck. Maschinenkeller. Nein, ich will doch jetzt hier keinen Maschinenkeller bauen. Vor allem wo? Hier ist doch kein Platz mehr. Zumindest nicht in absehbarer Zeit. Vor allem, weil das so... Vor allem, weil das halt echt so ins Feed ist, ne? Scheiße. Wie soll ich denn das machen jetzt? Meh. Finde ich jetzt irgendwie uncool. Ah, warte mal, jetzt mal eine andere Sache. Wie schaut es mit den Speicherkarten hier eigentlich aus? Ja gut, da ist... Mich würde interessieren, wo eigentlich da Rubber drauf gespeichert ist. 29 von 63 Typen. Das wird nochmal echt hardcore hier alles. Gut, jetzt haben wir eine andere Sache. Wir brauchen irgendwo einen vernünftigen Raum für den Maschinenraum. Sowas baut man eigentlich in den Keller. Den wir eigentlich sogar haben. In den Keller. Ah, der ist also vom Truckloader. Haben das dann auch ein immenser Kabelsalat. Deswegen wollte ich das irgendwo hinpacken, wo es keine Sau stört. Das heißt, hier unten irgendwie ungünstig. Alter, wie viel Kohle da ankommt! Au! Oh. Was macht das Sludge-Spoiler schon wieder? Da verbrennt den Mist doch. Also hier haben wir genug. Also ihr seht, die Setzlinge da, die peppen sich auch auf. Alles easy. Man sieht halt hier bloß, wenn so ein Riesenbaum kommt, ist das Ganze doch noch leicht überfordert. Aber mit dem Solarpanel funktioniert das Ganze jetzt eh schon deutlich besser als ohne. Das ist schon mal gut. So, und ich würde sagen, wir scheißen einfach drauf und machen das hier jetzt. So. Und jetzt zählen wir. Wir brauchen einen für Eisen, einen Pulverizer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Ah, nee, das machen wir anders. Oh. So, das war's bei Version 1, 2. Äh.
3, 4, 5, 6, 7. Acht, neun, zehn. Wir brauchen 10 Pulverizer. Challenge accepted.